Im Kapitel Trendlehre und Trenduntersuchung lernen wir schließlich am Ende unseren EMA-Bündel als Hilfestellung zur Trendfilterung und auch zum Trading erkennen. Das EMA-Bündel besteht hier aus den Perioden 200, 150 und 20 und hilft uns innerhalb der Trenduntersuchung auf Richtung, Verfassung, Intensität und Volatilität. Also alles das, was ich über einen Trend wissen muss, in welche Richtung ich handeln muss, wie ich einsteigen soll und so weiter und so fort. Auch das wichtige Wissen um die Dynamik eines Trends, also kann ein Trend sich überhaupt bewegen oder hat er eher eine schlechtere Zeit vor sich. Alles das können wir aus diesem EMA-Bündel heraus ablesen und an dieser Stelle möchte ich euch natürlich zeigen, wie ihr dieses in die Trading- und Analyse-Software einfügen könnt. Gehen wir zunächst mal auf den MetaTrader. Wenn wir im MetaTrader ein EMA-Bündel einpflegen wollen, dann geht das über die Funktion Einfügen, Indikatoren, Tendenz, Moving Average. Und dann ist natürlich der erste unsere sogenannte 200-Tage-Linie, also die Periode 200, exponentiell geglättet, auf den Schlusskurs basierend, alles so, wie wir es im Buch gelernt haben. Und diese Linie ist natürlich die dickste, weil die trägste EMA-Linie. Das ist also die 200-Tage-Linie für den DAX im Moment im MT4. Dasselbe würde ich jetzt an dieser Stelle machen, zunächst mit der 100-Tage-Linie einfügen, Indikatoren, Tendenz, Moving Average und dann einfach nur die Periode ändern. Und was ich natürlich immer noch mache, ist hier die Dicke ändern. Jetzt haben wir schon die 100-Tage-Linie und das müssen wir jetzt noch zweimal machen. Zum einen mit dem EMA 50. Auch hier wieder etwas abflachen das Ganze. Und zum anderen dann mit dem EMA 20. Indikatoren, Tendenz, Moving Average, Periode 20. Und das ist jetzt hier wirklich unser agilster. Mit diesem Bündel arbeiten wir also hier im Buch und dementsprechend geht das natürlich auch im Trade Signal. Hier ist es so, einmal auf das Indikatorenfeld klicken und dann könnt ihr hier einfach nur EMA eingeben. Moving Average Exponential und dann könnt ihr hier, wenn ihr das anklickt, die Periode einstellen, basierend auf dem Close-Kurs und dann natürlich auch hier das Ganze wieder etwas dicker machen und dann genauso weiter vorgehen.